Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stalker Call of Pripyat. Ja, ich habe die Schnauze voll, ich will hier raus. Und mehr sage ich dazu gar nicht. Wo geht's denn hier raus, bitte? Ich würde gerne hier raus. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen, aber ich würde gerne hier raus. So, da unten waren wir auch schon. Da kommt nur dieses Licht geflogen. Ja, kommt ein Lichtlein geflogen. Gut, ich schaue noch mal ganz schnell darunter. Ganz, ganz schnell. Gibt's hier was? 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 Nein, 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 nein. Hier haben wir alles schon. Gehen wir aber raus. Au! Arsch. Das tut ja weh. Na gut, da sind wir fertig. Also raus. Ich voll hab Schnauze. So, Aufzug nach oben. Mann, ist doch nicht wahr. Nicht mal ein Artefakt da unten. Hätte doch ruhig ein Artefakt da unten sein können, damit es wenigstens lohnen würde. So ein Imba-Artefakt oder so. Uah. Ja, muss mit ihnen reden. Ich bin gerade tot. So, was ist das? Aufzug nach oben. Ja, meine ich doch. Ich glaube, wir sind uns gerade selbst begegnet. Exoskelett mit MG. Ich höre sogar noch mehr MG-Feuer. Och nee. Nein, 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 nein. Da, ah, wo kommen jetzt die denn wieder her? Nein. Da. Ah. Ah. Wo kommen denn diese? Ja, ich halte schon die Schnauze. Ratten. Mann. Kommen jetzt die Ratten her. Ja, gibt's doch gar nicht. So, jetzt speichere ich mal kurz. Ja, aber jetzt habe ich gespeichert. Ah, oh Mann, und ich lade auch noch nach. Ich. Ja. Nein. So, da kommt her, ihr Ratten. Jetzt könnt ihr kommen. Jetzt kommt natürlich wieder keiner. Oh. Alter Schwede. Ja, jetzt kommen keine Ratten, jetzt kommt dafür dann ein zweiter Hans Wurst hier mit MG.
So, Rattus? Keine Rattus? Nee. Nur der Typ. Gut, vielleicht sollten wir auch mal wieder kurzerhand unser... Was tragen denn wir denn für einen Scheiß mit? Na, ist ja egal. Mann. Ist doch nicht wahr. Speicher jetzt mal so. Deine MG will ich auch noch. Oh, dein Zeug. Nehme ich auch gern mit. So, entladen, entladen. So, das könnt ihr behalten. Behalten, behalten. Ah, könnt ihr alles behalten. So. Tun wir denn mit den ganzen Pistölchen hier? Brauchen wir ja alles nicht. Aber sind wieder 300 Schuss Munition für die MG. Das passt gut. Ich frage mich gerade, ob noch hier noch ein paar von den MG-Typen rumlaufen. Ich guck mal kurz. Ach, sieh mal einer an. Hat der eine MG? Ich hab's gerade gar nicht gesehen. Nee, der hat kein MG. Schade. Aber Medipacks, das ist auch gut. Das ist auch gut. Das nehme ich auch. So gut, und auch wenn jetzt irgendwo hier noch einer ist, ich hau jetzt ab. Mir reicht's. Was ist denn unsere Aufgabe überhaupt? Zu... mit Kowalski reden. Ja, wunderbar. Machen wir doch direkt. Oh Mann, raus, raus. Nur weg hier. Boah. So, Labor X8 abgeschlossen. So, was haben wir denn überhaupt in den Unterlagen stehen? Können wir da selber auch ein bisschen rein... Ja, da können wir selber auch ein bisschen reinschmökern. Das werden wir dann tun, wenn wir drüben im Hauptquartier wieder sind. Ja, natürlich. Ruhe. Da. Blutsauger. Ja, und mittlerweile, ich schieße nur noch Full Auto, weil teilweise die Gegner so viel Kugeln fressen, dass da einfach Semi-Auto gar nichts mehr nützt. Und ja. Was soll's, wir haben eh genug Munition. So, das gute Hauptquartier da vorne ist es. Ach, schön. Ah, geschafft. Wieder eine Mission erledigt. Zwar nur 20 Mal gestorben, aber ja. Ist doch egal. So. Mal kurz mal reparieren gehen. Puh. Reparieren. Dann reparieren wir mal. Boah, bin ich froh, dass ich da nicht zahlen muss. Das wäre sonst wahrscheinlich nicht billig. So, dann mal kurz hier wieder. Gut, jetzt wäre natürlich praktisch zu wissen, was die nächste Mission wäre. Damit wir uns da auch dementsprechend ausrüsten können. So, ich schmeiß das Zeug mal rein. Wäre eigentlich praktisch, wenn man es verkaufen könnte, aber...
Gut, können wir ja nicht. Gibt ja keinen Händler hier. Und deswegen können wir es eigentlich nur wegwerfen oder... Ja. So, gut, Labor. Schauen wir mal. Dieses Notizbuch beinhaltet die genaue Beschreibung eines Experiments, bei dem die Wirkung eines Psi-Feldes auf ein Objekt in anderer Hemisphäre gemessen wurde. Eine Gruppe von Wissenschaftlern in der Karibik hat das Signal empfangen. Allerdings war es gestört. Das Signal war auf seltsame Art und Weise verändert worden. Ganz so, als ob irgendjemand es korrigiert hätte. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Noosphärentheorie tatsächlich stimmt und die Änderung durch die Noosphäre vorgenommen wurde. Diese Dokumente darf niemand in die Hände bekommen, denn sie wären von größtem Interesse für die Ukraine, für den ukrainischen Geheimdienst, für den wir arbeiten. Diese Dokumente beziehen sich auf den Transfer des Forschungsteams und aller Materialien in ein anderes als X7 bezeichnetes Labor. Dieses wird für Forschungen im Zusammenhang mit der Wirkung der Noosphäre genutzt. Das Forschungsteam setzt sich aus NA, Lebedev, EF, Kalantscha und WI Suslov zusammen. Diese Dokumente darf niemand in die Hände bekommen, denn sie wären von größtem Interesse für den ukrainischen Geheimdienst. So, was haben wir noch hier? Ringbogensender. Diese Dokumente beschreiben die technischen Eigenschaften der Antenne und wie sie von den geplanten Werten abweichen. Auf der Rückseite befindet sich eine Notiz, aus der hervorgeht, dass die Dokumente im Labor X10 gefertigt wurden. Diese Dokumente darf niemand in die Hände bekommen, denn sie wären von größtem Interesse für den ukrainischen Geheimdienst. Forschungsunterlagen. Diese Dokumente befassen sich mit den Nebenentdeckungen der Forschungen. Insbesondere der Entdeckung, dass Lebewesen gerichtete Psi-Emissionen erzeugen können. Als Teil der Forschung, die im Labor X16 stattfanden, ist so ein biologischer Feldsender, im Grunde genommen ein riesiges Gehirn, entstanden. Diese Dokumente darf niemand in die Hände bekommen, denn sie wären von größtem Interesse für den ukrainischen Geheimdienst. Und was haben wir hier noch? Dokumente, ach, das ist nur Forschungswerk 62. So. Das Zeug kann auch weg. Sonst noch was? Das Zeug kann auch weg. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Alles weg. Ich mache langsam mal eine Aufnahmepause. So, wir könnten noch, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir gehen mal zum Major rauf und schließen mal die Mission ab. Major, wir haben ein großes Problem. Seit dem Absturz der Hubschrauber wird dieser Einsatz von Minute zu Minute absurder. Die Männer sterben wie die Fliegen. Wir haben keinen Funkkontakt zum Hauptquartier und die Situation wird immer schlimmer. Die Evakuierungshubschrauber sind nicht wieder aufgetaucht und es wird nicht mehr lange dauern, bis die Lage komplett außer Kontrolle geraten ist. Wir müssen sofort eine Verbindung zum Hauptquartier herstellen. Unser Kommunikationsexperte glaubt, dass das Signal irgendwo hier in der Nähe gestört wird. Im Moment arbeitet er mit Hochdruck daran, die Koordinaten herauszukriegen. Ich habe einige meiner Männer losgeschickt, um eine mögliche Ursache für die Störung zu finden. Allerdings erhalten wir von ihnen kein Signal mehr und sie gelten als vermisst. Major, eine Ihrer Aufgaben ist es, eine Funkverbindung zum Hauptquartier herzustellen. Aufgrund unserer derzeitigen Lage sollte das ab jetzt Priorität haben. Außerdem würden Sie mir einen persönlichen Gefallen tun, wenn Sie meine Jungs finden.